1962 in Hamburg, Germany. German middleweight champion Peter Müller defends his title against Hans-Werner Wohlers in a scheduled 10-round bout. Lustig aus, sagt so dramatischer Kampf. Peter Müller, der seit 16 Jahren Ring steht, lässt seinen 6 Jahre jüngeren Gegner im Kölner Ring keine Chance. Das ist die Revanche für die K.O.-Niederlage in der ersten Runde 1955. Peter Müller, die Atem in seinem Kopf. Was wir immer in den Fäusten haben. So, nach den ersten Runden ist Wohlers völlig aus dem Konzept gebracht und Müller hat Mühe, hier überhaupt noch eine echte boxerische Aktion zu zeigen. Der Infight macht Peter gar nicht aus. Er stellt sich seinen Gegner zurecht und zermürbt ihn. In der dritten Runde scheint Müller am Ziel zu sein. Butje Wohlers geht auf die Bretter. Er wird angezählt. Schon glaubt sich Peter Müller im Besitz des Titels. Da wird der Kampf nochmals freigegeben. Der Gong rettet Wohlers. Vierte Runde. Wohlers ist jetzt ein Wrack. Da fliegt das Handtuch. Zum vierten Male ist Peter Müller deutscher Meister. Thank you.